ist hier irgendwie so unsere Therapie-Couch. Wir haben auch nötig in die Therapie. Du hast Therapie nötig, ja. Du hast das stimmt wirklich, ja. Du hast die Therapie nötig. Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Heute gibt es wieder einen Mini-Vlog von uns. Wir sind nicht zu Hause, wie man sehen kann. Und zwar gehen wir jetzt lecker frühstücken. Ilja, der kleine Mann, ist eingeschlafen. Elana ist im Kindergarten. Und Danny hat heute die Frühstückslocation rausgesucht. Ich bin mal gespannt, wie es ist, Schatz. Nicht nur du. Und zwar heißt das Seva Table. Genau. Wir haben jetzt zum Glück auch direkt einen Parkplatz hier vorgefunden. Wir werden jetzt aussteigen und schauen mal, was uns so Schönes erwartet. Google sagt, dass wir da sind, aber irgendwie ist das jetzt doch nicht so einfach. Ist das hier dieses Coffee-Ding? Achso, wir müssen noch ein Parkticket ziehen, beziehungsweise hier bekommt man gar keinen Parkschein, sondern das läuft irgendwie alles übers Handy. Also das wird dann irgendwie da eingespeichert. Das ist echt gut. Man muss nämlich dann nicht wieder zurück zum Auto und seinen Parkschein reinlegen. Wir haben jetzt hier Passanten gefragt und die meinten, wir müssen hier rein. Sieht jetzt irgendwie nicht nach Café aus, Schatz. Voll versteckt. Hier? Wow, wie cool ist das denn, Schatz? Ui, pissig. Wow, sieht ja Hammer aus. Richtig süß, schaut mal. Hier kommt man rein. Leute, ich sag's euch, ich liebe so richtig so kleine Cafés, die so gemütlich aussehen einfach. Nicht so dieses High-High-End, das ist zwar auch mal schön, aber ich stehe eher auf sowas hier. Und es ist echt richtig schön gemacht. Man kann sich auch draußen hinsetzen, dann auf dem Boden. Es ist aber leider gerade etwas zu heiß, deswegen setzen wir uns rein. Wir haben einen richtig süßen Platz hier, also es sieht wirklich so gemütlich aus. Und ja, wir schauen mal, was es hier so Leckeres gibt. Schatz, hast du richtig, richtig toll ausgesucht. Du bist jetzt hier mein neuer Superguide in Dubai. Ich habe mir natürlich eine Acai Bowl bestellt. Ich bin wirklich süchtig danach. Das schmeckt einfach so gut. Und ein Frappuccino habe ich mir noch dazu bestellt in Cold. Denny sieht auch richtig gut aus. Eine Avocado-Toast und kalter Kaffee. Wir sind jetzt fertig mit Frühstücken und es war echt sehr, sehr lecker. Übrigens ist das ein veganes Café. Also falls ihr mal hier in Dubai seid, dann kann ich euch das zu 100% weiterempfehlen. Also Denny mit 10 von 10, super ausgesucht. Wir haben jetzt noch einige Sachen zu erledigen und zwar müssen wir Dennis Ausweis abholen und von den Kindern. Endlich ist jetzt alles fertig. Das Visum ist auch durch. Danny ist jetzt ganz schnell hier reingehuscht. Emirates Post. Ich hoffe, das dauert nicht so lange. Und Eli und ich warten hier im Auto, Delu. Ja, Papa kommt jetzt, Delu. Mission erfüllt. Es hat echt nur ein paar Minuten gedauert und ja. Irgendwie fühlt sich das wirklich gut an, dass wir jetzt mit all unseren Papieren durch sind. Wir haben alle unsere Ausweise und unser Visum geht jetzt für uns alle für 3 Jahre. Wir sind wieder daheim und ich könnte mich direkt schlafen legen. Ich weiß nicht, was passiert ist, aber ich bin auf einmal richtig, richtig müde. Ili! Er ist auch müde. Er isst jetzt erstmal hier Kekse und Chips. Bye bye, die Winke Winke Bäckeridia. Ja, wir haben jetzt noch ein bisschen Zeit, bis wir Elanchen abholen. Und wir werden jetzt erstmal ein paar Fragen beantworten. Ihr durftet uns ja im letzten Video welche stellen bezüglich unserer Auswanderung. Und ja, dann ließ man. Vor allem meine. Habt ihr entschieden, ob ihr für immer in Dubai bleiben wollt? Und wie groß ist das Heimweh?
Ja. Heimweh geht eigentlich. Also wir vermissen, ja, Danny, ja, also der knallhart. Also wir vermissen natürlich unsere Familien wirklich extrem. Aber wir fühlen uns hier eigentlich ziemlich wohl, würde ich mal behaupten. Ja. Aber, jetzt kommt das Aber, für immer können wir uns nicht vorstellen, hier zu bleiben. Also irgendwie war man dann, glaube ich, schon doch viel zu lange in Deutschland. Also man muss halt dazu sagen, hier läuft alles ein wenig anders ab. Dubai ist extrem teuer, Leute. Ich sag's euch, es ist einfach so heftig teuer. Und klar wussten wir irgendwo, auf was wir uns einlassen, aber dass das im Endeffekt dann so heftig ist. Das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Ja. Also Dubai ist wirklich sehr, sehr teuer, wenn man langfristig bleiben will. Also jetzt für ein paar Jahre ist das völlig in Ordnung. Auch so könnte ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, für immer jetzt hier zu bleiben. Wirklich hauptsächlich wegen der Familie. Es sei denn, wir können unsere Familie dann auch überreden, dass die hierher kommt. Boah, das wär richtig cool. Das wär schön. Ja, das wäre echt cool. Ist das Leben in Dubai teurer als in Deutschland? Achtet ihr mehr aufs Geld als in Deutschland? Ja, also haben wir ja gerade. Genau, die erste Frage wird ja gerade beantwortet. Ja, das Leben ist hier deutlich teurer als in Deutschland. Und wir reden nicht. Nee, nicht von ein paar Euro. Und auch nicht vom Doppelten. Es ist wirklich viel, viel teurer. Ich meine, natürlich, es kommt drauf an, wo man hinzieht, also wo man jetzt lebt, wo man einkaufen geht. Das spielt eine große Rolle. Wir sind hier, sage ich mal, mitten so im Geschehen drin. Klar sind die Mieten dann auch teurer, aber auch die Lebensmittel. Ja. Und ob wir hier mehr aufs Geld achten, also eigentlich ist es wie in Deutschland. Wir gucken mal, klar, Danny ist eher so... Ich bin so der Pfennigfuchser hier. Ne? Er guckt dann, wo es Angebote gibt, in welchem Supermarkt, bin ich auch froh drum. Ich mag das nicht so sehr, überall zu gucken und so, das egal wie gut das ist. Ich mag das auch nicht, wenn du mit einkaufen kommst, das will ich auch mal. Dass ich mit einkaufen komme? Das ist voll die Hölle, Mann. Ja, weil ich bin eher so, ach komm, lass uns das. Aber egal, wir ergänzen uns ja so dann. Nächste Frage. Plant ihr für längere Zeit in Dubai zu bleiben oder nur für ein paar Jahre? Und wenn, wollt ihr wieder zurück nach Deutschland oder habt ihr andere Pläne? Also es war ja von vornherein für uns klar, dass wir hier nicht für immer bleiben. Geplant sind ja 2 Jahre, aber man weiß nie. Also entweder bleiben wir länger oder keine Ahnung. Oder glaub, kommt früher. Früher glaube ich aber eher nicht. Und ja, wir haben ehrlich gesagt sehr, sehr viele Pläne. Wir würden ja super gerne eine Weltreise machen, das war ja auch ursprünglich geplant, aber wegen der jetzigen Situation, beziehungsweise die Situation, die schon seit 100 Jahren geht, ist das natürlich etwas schwieriger. Ja, man weiß nicht. Also, ja, also wir haben so viele schon Pläne Lust im Kopf und wir haben so viele Sachen vor, aber... Also ich weiß nicht, ob wir direkt wieder nach Deutschland kommen. Nicht, dass meine Mama das jetzt sieht, die Arme. Die rechnet schon fest, dass wir nach 2 Jahren wieder zurückgehen. Aber, oder keine Ahnung, ob wir dann sagen, hey, nächstes Jahr geht die Reise woanders hin. Das lassen wir uns wirklich offen. Also wir hätten ja super Lust auf Asien, so Thailand, Bali irgendwie, aber... Ja, wie gesagt, es ist nur eine Wunschvorstellung. Wir schauen einfach mal, was passiert. Ja. So, ich sehe gerade, die Frage wurde sehr oft gestellt. Was mache ich eigentlich beruflich? Ja. Nein, natürlich nicht. Nein. Also ihr habt ja im letzten Video schon gehört oder gesehen, ich bin ja gelernter Physiotherapeut und habe noch eine zweite Ausbildung gemacht als Finanzberater und war dort auch tätig. Und ja, bewerbe mich jetzt hier gerade zur Zeit, aber ihr wisst ja, war ein bisschen knifflig. Hm. Und ja, natürlich, jetzt helfe ich Sabine bei all dem, was so zu tun ist. Ne? Also ich mache die Bilder, wir vloggen. Es ist immer was zu tun. Ja. Also, mehr als genug. Ja, mehr als genug. Vor allen Dingen merkt man auch, ja, ein Haus ist dann auch wieder was anderes. Das ist eine kleine Wohnung, ja. Was den Haushalt angeht. Das ist echt extrem, aber... Genau, also momentan machen wir das halt gemeinsam als Team. Wir sind ja auch ganz fleißig am Vloggen. Wir wollen versuchen, dass wir wirklich fest 2-mal die Woche ein Video hochladen für euch. Und ja, mal schauen halt, ne, ob du dann irgendwo hier angenommen wirst oder ob du dich dann selbstständig machst. Ja, genau. Kommen wir zur letzten Frage. Habt ihr Probleme wegen der Sprache? Nö. Die reden ja alle Englisch, zwar immer mit Akzent, einer mehr oder einer weniger, und dann nuscheln sie alle noch in die Maske rein, aber... aber wir
können das jetzt mittlerweile, alle Akzente, die es hier gibt. Also ich hatte ja gehofft, dass ich hier Arabisch lehre, aber Pustekuchen, Leute. Wirklich, hier wird ausschließlich Englisch gesprochen. Ja. Das ist echt krass. Egal wo. Ja. Außer du bietest natürlich Arabisch an. Ja, aber können wir natürlich nicht, ne? Nicht. Also reden wir ganz normal überall mit den Englisch. Also deswegen. Genau. Lia spielt jetzt hier ein wenig. Wow, Schatzimin. Viel. Ich sehe gerade, schaut mal bitte, was die Kinder hier gemacht haben an der Wand. Ja, Ilja Wacker. Mit dem Elefanten. Na siehste. Was hast du eigentlich am Mund kleben? Schokolot. Er hat noch voll fett Schokolade da kleben. Oh, lecker. Ich hole jetzt Elana von der Kita ab und ich bin mal gespannt, wie ihr Tag war. Denn nämlich jetzt beginnen hier, glaube ich, die Sommerferien, so wie ich es im Kopf habe. Und die haben heute eine richtig fette Party gefeiert. Und ja, ich bin gespannt, was sie zu erzählen hat. Vorsichtig, Mokina. Oh, hier lang, da drüben steht unser Auto. Schatz, Elani? Willst du die zwei Ballons hier schnappen? Dann mach schnell. So, mein Schatz. Ja, hallo. Ja, erzähl mal, wie war es denn in der Kita? Schön. Ja, ihr habt eine fette Party gefeiert, habe ich gesehen, ne? Ja. War mit Musik und allem drum und dran? Ja. Ja? Mit den Kindern. Dora war wieder frech. Dora war wieder frech? Oh nein. Was habt ihr noch gemacht, außer getanzt? Wir haben getanzt, gespielt, gelacht und getobt. Und getobt? Ja, das ist wichtig. Das ist das Wichtigste. Gut, sollen wir los? Ja. Okidoki. Total süß, das hier sind Elanas gebastelten Sachen. Boah, das sieht aber toll aus, mein Schatz. Ja, ich hab das ganz alleine geschafft. Boah, ich krieg mich gerade echt nicht ein. hier war ja letzte Woche Vatertag. My Daddy's name is Papa. My Daddy's 55. Mama. Dad's favorite thing to do is dance. Das ist das Beste. I like to watch TV. Like to watch TV? Ja. Es wird noch besser. My dad's favorite food is chili. Das stimmt. Also er mag Chili, ja. Dad is funny when he's in Germany. I love daddy because he gives good hugs. Oh, süß. Das hast du aber süß gesagt, mein Schatzi. Ein Monster. Ja, so toll kannst du malen, Elanchen. Wow, das hier ist ein Monster. Das habe ich mit Farben gemalt. Das sieht wirklich klasse aus. Wir werden hier jetzt noch eine Runde mit den Kindern spielen. Und ich habe gleich auch noch einen Termin im Nagelstudio. Endlich, die Nägel sind ja richtig verfärbt. Wir wollten uns natürlich auch noch verabschieden, ihr Lieben. Falls ihr unseren Kanal noch nicht abonniert habt, dann macht das auf jeden Fall. Und ansonsten, bis zum nächsten Mal. Tschüss.